Voila. Oh, scheiße, Alter. Das Emblem hier. Das Emblem muss ich hier auf jeden Fall zerkratzen. Warum? Weil dieses dreckige Scheiß-Volkswagen-Emblem mein Gesicht liegt. Ja, jetzt sollte es nicht spiegeln. Ja. Nein. Hey, hat der ABS? Es scheint kein ABS zu haben. Ja, Leute, der Lupo ist angemeldet. Ich war heute das Ding in Erbach anmelden und ich habe gar keinen Namen für dieses Kraftfahrzeug. Lupo. Ah doch, Lupo. Lupoloch. Lupoloch! Oh, geil. Was ist der Vorbesitzer hier drinne? Digga. Junge, Ecstasy-Tablette, Ecstasy. Boah, stinkt das. Was war das? Was ist das? Leute, yo, ich muss mal kurz was zusammenfassen, Bro. Ich muss mal kurz hier eine Zusammenfassung abgeben, bevor ich hier überhaupt irgendwas mache, Junge. Aber bevor ich die Zusammenfassung mache, muss ich erstmal hier tanken, Junge. Tanken, aber ich kann ja währenddessen... Boah, Bro, ey, wie der abgeht, was ist denn los? Ja, kurze Zusammenfassung, beziehungsweise eine kurze, Bro, wie nennt man das wieder? Was wollte ich denn gerade sagen? Ja, ich muss erstmal tanken, was macht denn der Rabe da vorne? Verpiss dich da. Verhick dich da! Verhick dich! Oh, hab ich den Raben? Oh, ich glaube, der Rabe ist tot. Wo ist der? Nee, der hat sich gerettet. Da ist er. Da ist er, sieht man ihn. Oh, der ist ja richtig, wie sagt man? Ey, Bro, heute... Ja, ich habe nichts gegessen. Ich habe weder gegessen noch gekackt und deswegen fehlen mir die Worte heute. Voila. So, erstmal tanken wir die Rotzmöhre. Vielleicht verschwindet da dann auch auf wundersame Weise dieses, diese Motor... Motor... Ah! Diese Motorkontrollleuchte. Ich muss erstmal Maske anziehen. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Ohne Maske kommt man hier nicht weiter im Leben. Das ist hier lebensnotwendig. Oh, Lenkrad Cross hat der. Oh. Ihr fragt euch jetzt bestimmt überhaupt nicht, wieso dieses Cuttermesser hier auf dem Beifahrersitz ist. Ich wollte eigentlich heute den ganzen Himmel hier abreißen, weil ich mit Malik vorhatte, dieses Auto komplett leer zu machen. Heißt, Sitze raus, Armaturenbrett rausreißen. Und das war's eigentlich. Mir hat das Auto nicht. Und ich glaube, ich mache das mit Malik zusammen. Malik! Morgen 9 Uhr Eisporthalle. Du weißt, ich könnte dir jetzt auch auf WhatsApp schreiben, aber das ist viel cooler so, Digga. Einfach, wir kommunizieren jetzt einfach über YouTube-Videos. Wenn du mir was zu sagen hast, machst du ein YouTube-Video. Und wenn ich dir was zu sagen habe, dann schalle ich ein YouTube-Video raus. Beste Kommunikation weltweit. Ah, nee, nicht kaputt machen. Ich glaube, Malik wollte dieses Panasonic-Radio haben. Ja, ich gehe mal tanken jetzt erstmal. Erstmal die Rotzmöhre hier tanken. Und ich habe jetzt schon eine Idee. Ich habe eine Idee, was wir in diesem Video machen. Wir werden diesen Himmel nicht abreißen. Ist viel zu langweilig. Was ist heute los mit mir? Ich werde immer dümmer. Egal. Vielleicht bin ich behindert. Wir werden diesen Himmel nicht abreißen, weil das ein bisschen langweilig ist. Das mache ich mit Malik. Mit Malik wird es unterhaltsamer sein. Was wir heute machen werden, wir werden diese Motorkontrollleuchte wegmachen. Wir werden dieses Lämpchen wegbekommen. Ich werde heute dieses Lupoloch reparieren. Das verspreche ich euch. Damit der Motor wieder erste Sahne ist und läuft. Und dies und das. Und jetzt gehen wir die Rotzmöhre tanken. Voila. So, Bro, ich weiß gar nicht, was ich hier reinmachen soll. Digga, ich weiß gar nicht, wie der Tankdeckel aufgeht. Ah, so süß. So, hoppa. Was tanke ich denn hier? Ach, hier. Ist kein Diesel, oder? Nee, ist kein Diesel. Ja, ich mach mal. Bro, ich glaube nicht, dass dieses Auto lange aushalten wird mit Malik an meiner Seite. Machen wir mal 15 Liter rein. 15 Liter reichen aus. Boah, 15 Liter ist schon zu viel, Bro. Komm, machen wir 10 Liter. 10 Liter. So, rein die Scheiße. Und jetzt gehen wir bezahlen. Wisst ihr was? Ich lasse den Schlüssel hier. Vielleicht klaut ja das Auto jemand und da muss ich kein Content drehen. Oh. Das ist nicht von Vorteil, hier mit einem Messer reinzulaufen. Hi, also entweder die 8 oder die 6, ich weiß nicht mehr. Das ist für 20, ja genau. Alles klar, ich danke dir, mach's gut, ciao. Boom, 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 boom. Schade, Auto hat niemand geklaut. Fuck. Das ist halt Deutschland und nicht Bosnien. In Bosnien wäre das Auto schon längst weg. So, Kassenzettel hier rein, wollen wir hier rein. So, Schlüssel hier rein. Bro, ich werde diese Zerstörungen auf jeden Fall vermissen. Es wird emotional, das Video. Ich weine fast. Es wird hart, Alter. Aber ich muss das machen, Leute. Ich muss, wie gestern im Video schon gesagt, ich muss diesen Sprung wagen, weil wir haben alles gemacht. Alles gemacht. Und ich habe Bock auf neue Projekte. Deswegen wird es erstmal keine Zerstörung auf diesem Kanal geben. Wird aber traurig. Dann kann ich nicht mehr so ausrasten. Wohin mit meinem ADHS? Scheiße, Alter. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Voila. Alter, Eisporthalle. Oh mein Gott, Eisporthalle. Oh. Mal sehen, ob das Monster driften kann.
Ja, kann. Wow, krass. Ich bin gerade selber überrascht von mir, dass dieser Drift so wunderdreckig geklappt hat. So, was ist das? Was machen diese Blumen da? Blumen. Jemand hat Blumen verloren. Jemand hat den Blumenstrauß verloren. Ich will diesen Blumenstrauß haben. Ist das Clown, wenn ich jetzt diesen Blumenstrauß nehme? Gute Frage, oder? Aber der ist eh schon Schmodder. Ui, Junge, Alter. Das sind Rosen, oder? Gelbe Rosen, oder sind das Tulpen? Ich kenne mich mit Blumen nicht aus. Ja, der kann Malik haben. Ich schenke Malik Blumen zum Valentinstag. Alles Gute nachträglich, Malik. Schmeiße ich den in den Kofferraum rein. So. Oh, die Tür geht aber nicht so zu, wie sie tut. Oh, da ist ja noch eine. Ein kleines Blümlein. Entschuldigung. Oh, die Tür ist ein bisschen verzogen. Das hat der Verkäufer mir nicht gesagt. Ich will mein Geld wieder zurück. Ich bleib mal hier kurz stehen. So. Nachdem ich diese wunderdreckigen Blumen von der Bode, von dem Bode. Ich möchte diesen Satz weder korrigieren noch beenden. Wir fangen jetzt ein neues Thema an. Und zwar diese Motorkontrollleuchte. Kann man das sehen? Kann man das sehen, dass die blinkt? Nee, sie blinkt nicht. Sie leuchtet. Kann man das sehen, dass sie leuchtet? Ich will nicht, dass die leuchtet. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass der Motor einen Schaden hat. Ich will nicht, dass der Motor einen Schaden hat. Und deswegen werden wir den Motor jetzt reparieren. Alles, was wir dafür tun müssen, oder besser gesagt, alles, was wir dafür brauchen, ist dieses Cuttermesser. Das ist ganz einfach. Ich zeige euch jetzt, wie man einen Motor binnen einer Sekunde repariert, ohne überhaupt eine Werkstatt jemals gesehen zu haben. Ihr wisst, was ich meine. Wo ist das Cuttermesser? Wo ist mein Messer? Okay, hier ist mein Messer. Ah, hier ist auch Fahrzeugschein. Ah, hier ist auch grüne Plakette. Das können wir auch gleich machen. Grüne Plakette, Fahrzeugschein machen wir hier rein. Grüne Plakette nicht vergessen. Also, wo ist mein Cuttermesser? Alles klar, okay. Warte mal, ich muss kurz Dings anmachen. Motor. Okay, dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Macht mal kurz die Augen zu. Ey, falscher Gang. So, erstmal muss man hier... Was ist das? Das Auto verselbstständigt sich gerade. Wieso sind hinten die... Scheibenwischer angegangen. Okay, scheiß drauf. So, davon lassen wir uns jetzt nicht beirren. Wir werden jetzt hier den Motor kurz reparieren. Alles, was wir dafür tun müssen, kurz Augen zu und... Ich dachte schon, ey, was ist denn hier los? Wieso geht das nicht? Also, so, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ah, okay, dann befreien wir mal das Instrument. Und hier haben wir den Übeltäter. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist der Übeltäter. Das war erstmal hier kurz. Oh, ich fahre 80 km/h. Das müssen wir jetzt hier einfach abschneiden. So. Und. So. Auto repariert. Repariert. Um aber hier nochmal wirklich ins Detail zu gehen, sollte man auch diese dreckige Scheißlampe ausmachen. Der Scheiße. Geht nicht aus. Die geht nicht aus. Warte mal kurz. Geht eigentlich Gas noch? Hey, wieso KMH-Anzeige ist kaputt? KMH-Anzeige ist kaputt. Wieso ist die KMH-Anzeige kaputt? Das jetzt macht überhaupt gar keinen Sinn. Da habe ich das eine repariert und das andere kaputt gemacht. Verdammte Scheiße. Warte mal kurz. Das triggert mich jetzt hier ein bisschen, dass es leuchtet. Ah, nee. Ich habe einen Denkfehler. Das ist jetzt nicht mehr die Motorkontrollleuchte, die hier leuchtet, sondern die Beleuchtung vom Tacho. Ha, was willst denn du? Was willst denn du, du Dreck? Oh, Hupe funktioniert. Abschleppdienst. Heute nicht. Wir wollen mit diesem Auto, mit diesem Polo, Lupo meine ich, das ist kein Polo, das ist die Schwester vom Polo, das ist Lupo. Warte mal. Der Bruder vom Polo, das ist der Lupolo. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, mindestens. Mindestens 20 Parts, Malik. Hast du gehört? Malik! 20 Parts. Deswegen drehe ich erstmal ein paar Parts alleine, Junge. Ich habe Angst, wenn du dabei bist. Safe, dann gibt es nur noch 0,5 Parts. Voila. Schreibt es auch bitte in die Kommentare, Leute, dass der Malik sich ein bisschen zügeln soll in den nächsten Parts. Weil ich will einfach, hey, Alter, der läuft ja jetzt wirklich rund. Bro, was ist denn los hier? Was ist denn? Boah, Beberi Boo. Hey, der läuft ja runder als der rundeste Apfel der Welt. Was laber ich da wieder für eine Scheiße, Junge? Wo, achso, Plakette müssen wir noch dran machen. Wieso schnalle ich mich denn an? Dinger. Komplett lost. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir jetzt alles hier rausmachen. Sitze, Mitze, Radio.
Alles raus, damit wir Gewichtersparnis haben von mindestens 6000 Tonnen. Wie findet ihr das? Oder sollen wir was anderes mit dem Fahrzeug machen? Wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt rein. Wenn ihr keinen Bock habt, schreibt es auch rein. Aber guckt dabei, dass ihr das beim Scheißen macht. Weil beim Scheißen hat man die besten Ideen und ist am intelligentesten. Merkt euch das. Und deswegen bin ich so dumm, weil ich meine Videos nicht beim Scheißen drehe. Das ist es. Das... Wie ist das? Kein Kapulter mehr? Kein Kapulter mehr? Junge, ich werde diese Zerstörungen vermissen. Wo soll ich meine ADHS rauslassen? Scheiße, Junge. College, sagt mir was. Das kenne ich doch von Hubporn. Diese College-Chicks. Voila. Kurz mal hier drehen und wenden, weil da kommt Mutter mit Kind, die ich nicht ins Bild nehmen darf. Weil wenn ich das mache, gibt es wieder Anzeige. So. Also folgendermaßen jetzt. Was wollte ich machen? Achso, Plakette. Machen wir noch die Plakette drauf. Kurz mal draufklatschen. Kurz mal die Plakette draufklatschen. Ach, der Eichportal ist so geil. So geil. Das ist mein Lieblingsort. Das ist absolut mein Lieblingsort. Ich habe hier so viel erlebt. Mehr als in meinem ganzen Leben, Bro, davor. Wie geht's überhaupt? Achso. Bro, das macht man ja auch von innen. Ich behinderter Spast. Wobby, was ist Mobi? Was ist Wobby, Mobi? Wieso sage ich Wobby, Mobi? Bin ich behindert oder was? Ja, ich bin behindert. Aber wieso geht das hier nicht ab? Das muss auf jeden Fall sein. Wir müssen ja auf legale Art und Weise unterwegs sein. Hier noch das. Ach, scheiß drauf. So. Ah, nee, weil. Warte mal. Muss ich das abmachen vorher? Scheiß drauf. Perfekt. Ey, was ist hier los? Überall diese Blümchen. Komm, sammeln wir die mal auf. Die armen Blumen. Schenken wir alles beim nächsten Part Malik. Malik, falls du dieses Video immer noch dir anschaust, was ich auf gar keinen Fall glaube und auch nicht hoffe, dann wollte ich nur mal sagen, dass du einfach nur ein Keck bist. Ein behinderter Keck. Hoho, machen wir Beef. Ja, Mann. Ey, Malik, lass mal Beef machen. So, wie sagt man, künstlichen Beef erzeugen, damit die Leute denken, dass wir uns beefen. Und dann gehen wir uns boxen, wie die ganzen anderen YouTuber, die das jetzt machen. Junge, die boxen sich einfach im Ring. Junge, wenn ich Beef mit einem YouTuber habe, gehe ich doch nicht boxen, Junge. Wisst ihr, was ich machen würde, wenn ich Beef mit einem YouTuber hätte oder mit irgendjemandem? Dann geht's nicht in den Ring, sondern man geht in einen Raum, wo übertrieben viele Kameras sind. Alles für YouTube-Aufnahme und so. Und dann vergleicht man seine Schamhaarlänge. Seine After-Schamhaarlänge. Und wer längere After-Schamhaare hat, gewinnt. So würde ich mich mit anderen YouTubern beefen. Und Malik, falls du die Herausforderung annehmen willst, den Beef herannehmen willst. Dann mach ein YouTube-Video, wie du mich beleidigst oder so. Komm, beleidigen wir uns gegenseitig auf YouTube. Wäre auch geil. Das bringt Klicks, Junge. Das bringt Klicks. Ich hab das System durchgedrückt. Voila. Alter, ganze Schulklasse wieder da vorne. Mal sehen, ob mich irgendjemand hier erkennt. Einbahnstraße. Gott sei Dank. Ich muss nicht da lang. Tschüss, Schulklasse, die ich eh nicht aufnehmen darf, weil illegal und so. Weil die Lehrer immer was dagegen haben. Die Lehrer, letztes Mal habe ich diese Schulklasse hier aufgenommen. Ich wurde komplett hops genommen. Die Schule hat mir geschrieben, bam, wenn du das Video nicht offline nimmst, dann hicken wir deinen After weg. Und dann musste ich das machen. Ich war gezwungen, mein eigenes Video wegzunehmen, obwohl ich die ganzen Kinder verpixelt habe. Aber gut, so ist das Leben. Ansonsten, Bro, war's das jetzt mit dem Drecks-Content. Ich fahre jetzt nach Hause, schneide dieses scheiß Video und um 19 Uhr treffe ich mich mit Robert, Meister mit Brief, und wir klatschen die Stoßstange vom SLK auf meinen Dad. Nee, das war komplett falsch, Digga, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, dann habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte, die ihr hier mitteilen wollt. Falls ja, dann haltet doch einfach euer Schnauz! Euer dreckig Schnauz!